Das LG G4 ist anders. Nicht nur äußerlich setzt es sich von seinen Konkurrenten ab, sondern bietet auch einige spezielle Ansätze, die viele andere Hersteller entweder über Bord geworfen haben oder für unnötig halten. Warum man beim G4 trotz einiger hervorragender Eigenschaften auch einige Kompromisse eingehen muss und warum es trotzdem eines der besten Smartphones auf dem Markt ist, klärt der Test bei insidehandy.de. Das 5,5 Zoll große LG G4 fällt mit dem wahlweise ledernen Rückdeckel in verschiedenen Farben und dem leicht gebogenen Display schon auf den ersten Blick auf. Als einziger Hersteller setzt LG bei seinem Flaggschiff nicht auf Metall und einen Unibody, sondern auf einen abnehmbaren Rückdeckel und einen Wechselakku. Die Krümmung des Displays ist nicht so markant wie noch beim G-Flex oder dem kürzlich vorgestellten G-Flex 2, jedoch fällt sie vom ersten Moment an auf. Zusammen mit der griffigen Rückseite schmiegt sich das Gesamtangebot sehr angenehm an die Hand. Etwas schade dabei ist, dass trotz des sehr guten Gesamteindrucks der Plastikrahmen im Vergleich eher billig wirkt. Auch die Haptik und das Verarbeitungsniveau bringen das G4 weit nach vorne. Der handschmeichelnde Rückdeckel sitzt sehr straff und die mechanische Stabilität lässt nichts zu wünschen übrig. Die ausnahmslos an der Rückseite verbauten Tasten lassen sich einwandfrei erfüllen, besitzen klare Druckpunkte und einen angenehmen Hub. Eine der wenigen negativen Auffälligkeiten sind die zum Vorgänger etwas breiteren Ränder ober- und unterhalb des Displays. Für ein 5,5 Zoll großes Smartphone gibt sich das LG zwar immer noch recht kompakt, jedoch war das LG G3 noch etwas kleiner. Das IPS-Display mit einer QHD-Auflösung von 1440x2560 Pixeln und einer Diagonale von 5,5 Zoll ist ein echtes Highlight. Die Helligkeit und die Schärfe sind beim neuen LG-Flaggschiff über jeden Zweifel erhaben. Jedoch erzeugen auch die Farben, die IPS-typisch nicht überdrehen, sondern noch natürlich rüberkommen. Die Blickwinkelstabilität und die automatische Helligkeitsregelung sind ebenfalls auf sehr hohem Niveau. Die Kombination aus dem Prozessor Qualcomm Snapdragon 808 und 3 GB Arbeitsspeicher lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Es werden auch anspruchsvolle Anwendungen wie das Spiel Real Racing 3 ruckelfrei verarbeitet. Mit dem Betriebssystem Android 5.1 Lollipop und der aufgespielten Benutzeroberfläche UX 4.0 hat das LG G4 keinerlei Probleme und man bewegt sich immer flüssig und ohne Wartezeiten durch die Menüs. Im Benchmark-Test ordnet sich das LG G4 auf dem Niveau der beiden aktuellen Apple-Smartphones ein und kommt nicht an die Bestwerte der Samsung-Brüder Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge heran. Bei der Ausstattung und Leistung schrammt das LG G4 nur knapp an der vollen Punktzahl vorbei. Im Alltag wird allerdings nichts vermisst. Das LG G4 rennt, was das Zeug hält und verbindet sich mit allem, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Die beiden Kameras des LG G4 sind, um es kurz zu halten, hervorragend. Die Sensoren mit 16 Megapixel auf der Rückseite und die 8 Megapixel auf der Front produzieren sehr gute Bildergebnisse und können dabei auf lichtstarke Objektive bauen. Die Steuerung der Hauptkamera kommt der einer ambitionierten Kompaktkamera gleich. Alles kann in einem für Smartphones außergewöhnlich breiten Rahmen manuell eingestellt werden. So gibt es einen manuellen Fokus, einen Weißabgleich von 2400 bis 7400 Kelvin und einen ISO-Bereich von 50 bis 2700. Dazu kommt eine Belichtungszeit, die zwischen 1/6000 und 30 Sekunden eingestellt werden kann und so zum Beispiel Lichtmalereien ermöglicht. Die Bild- und Videoergebnisse können sich in allen Situationen sehen lassen. Allein die Naheinstellgrenze könnte noch etwas kürzer sein. Trotzdem zählt die Kamera des LG G4 zusammen mit der hervorragenden Software zur absoluten Referenz im Smartphone-Bereich. Android 5.1 und LG UX 4.0 heißen die beiden Softwarepakete, mit denen LG das G4 versorgt. Das Google-Betriebssystem mit der neuesten Version von Lollipop und dem Material Design wird von UX 4.0 fast gänzlich verdeckt. Zu den Highlights des LG-Softwarepakets gehört die Individualisierbarkeit. Neben statischen und dynamischen Hintergründen können auch Fotos als Designelement ausgesucht werden. Es ändert sich dabei nicht nur der Hintergrund, sondern, ähnlich wie bei den Themes von HTC Sense 7, auch die Gestaltung der Apps und Widgets. Unter der unscheinbaren Musik-App versteckt sich ein ausgewachsener Equalizer inklusive einer Einstellmöglichkeit für Tonhöhe und Geschwindigkeit. Der Equalizer bietet neben dem manuell einstellbaren Frequenzband noch 5 vordefinierte Frequenzverläufe.
LG hat sich als einziger Hersteller der aktuellen Spitzenklasse-Modelle für einen Wechselakku entschieden. Mit einer Kapazität von 3000 mAh ist er gut gerüstet für den alltäglichen Gebrauch. Nach 8 Stunden im Intensivtest blieben den LG G4 noch 57% an Akkuladung. Nach weiteren 16 Stunden im Standby standen noch 47% Akkuladung auf der Uhr. Beides gute Werte. Alles in allem kommt es in der Spitzenklasse zwar sehr auf den eigenen Geschmack und die eigenen Neigungen an, jedoch bietet das LG G4 auch handfeste Vorteile gegenüber der Konkurrenz. Es besitzt als einziges Modell in der Spitzenklasse einen Wechselakku und verzichtet damit auf einen Metall-Unibody. Dafür setzt es genau an dieser vermeintlichen Schwachstelle einen Akzent, einen ledernen Akzent, um genau zu sein. Dazu kommt die in der Klasse einzigartige Krümmung über die gesamte Länge des Displays, die dem Smartphone noch einmal eine schöne Haptik verleihen. Wer auf ein besonderes Äußeres Wert legt und den Metallpanzer der Konkurrenz kritisch betrachtet, kann hier getrost zuschlagen.